Hey Leute, schön, dass ihr mich eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Zero. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir das Spiel begonnen und sind mit Rebecca Chambers unterwegs gewesen, haben den Verbrecher Billy hier getroffen und jetzt müssen wir einen Weg aus diesem Zug finden und wir haben noch einen Riesenskorpion gekillt und jetzt können wir endlich weiter. Da wir aus dieser Tasche, die wir noch bekommen haben. Ey, wieso ist hier ein Verfolg? Wieso verfolgt ihr mich hier nicht? Nee, Rebecca, was soll das? So geht das nicht. Raus mit dir. Und noch einmal die schöne Tiersequenz. So. Aber wechseln. Let's regroup. Okay. Und dann geht's nach vorne. Ich meine, das war jetzt. Nee, das war die falsche Richtung. Oh. Das war die falsche Richtung. Nee. Was mache ich da? Erstmal schön in die falsche Richtung laufen. Ich kam jetzt gerade durcheinander. So. Hier geht es lang, genau. Denn ich habe ja die Karte. Ach ja, ich muss sie so verwenden. Dazu musst du einmal weggehen, Billy. Denn Rebecca hat die Karte. So, ja, wunderbar. Die Tür wurde aufgeschlossen. Die Karte brauche ich nicht mehr. Natürlich wegwerfen. So, dann gebe ich erstmal ihr ein Erste-Hilfe-Spray. So. Wunderbar. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion? As well as a train almost 3 miles away. That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, to. Huh? What happened? Okay, was ist denn jetzt passiert? War das nicht gerade eben Albert Wesker und William Birkin? What the hell? Was haben die mit der Sache zu tun hier? Okay, das waren wohl Umbrella Corporations Leute, die gerade von den Eageln, ja, totgebissen wurden. Der Motor ist völlig zerstört. Er kann nicht repariert werden. Oh, warum? Trotzdem fährt der Zug noch. Interessant. Da müssen wir ihn wohl manuell aufhalten, wie es aussieht. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing! Bremsen, Bedienungsanleitung, das muss ich mir eben kurz durchlesen. 3 Schritte, Steuerung aktivieren. Bla bla bla, hier nach hinten, okay, das war sie ja. Schritt 3, Code eingeben und Fahrerkabine, alles klar. Gut. Wer zurückbleiben? Billy soll zurückbleiben. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca. Huh? Don't screw up, okay? I won't. Natürlich nicht. Aber ich brauche doch noch die Karte, ne? Genau.
Okay, ich habe wenig Zeit. Gerade mal 3,5 Minuten. So, es hat noch einen Grund, warum ich gerade mit Rebecca nach hinten laufe. Das werden wir gleich noch sehen. Gut, dass es hier, während ich hier... ich stehe auf. Hier sollte mir egal sein. Während die Türsequenzen sind, läuft die Zeit nicht weiter. Hoffe ich mal. 20 war... Bei 20 war gerade. Nee, läuft nicht weiter. Sehr schön. So. Hä? Willst du raus? Gerne. Geh. Da ist ein Fenster. Kannst du rausspringen. Ich halte dich nicht auf. Ja, ist schon komisch, dass sie wieder neue... Na, komm schon. Na, neue Zombies sind. Lass mich einfach hier durchlaufen. Die sollen wir am besten ignorieren. Das kostet einfach nur viel zu viel Zeit, um die alle zu töten. Edward ist auferstanden, den wir am Anfang getroffen haben, aber du bist jetzt getötet. Geh down. So, denn ich muss einmal weiter. Dankeschön. Deswegen habe ich das gemacht. Durch Rebecca wird diese Cutscene ausgelöst. Bei Billy kommt die nicht. So, auf geht's nach hinten. Flasche und Benzin sollen uns jetzt egal sein. Wir müssen den Zug anhalten. Irgendwie. So, jetzt bin ich hier hinten. Und jetzt darf ich gleich schnell rechnen. Ich hoffe mal, ich kriege leichte Codes. So, komm, 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 komm. So, manuelle Bremse. Oh, komm schon, ja. So, verwenden wir sie. Haben wir Glück, was kriegen wir? 81. Oh, wie war das? Ich glaube einmal die 3 und der Rest. Okay, 84. Das war das nicht. Nein. So, dann war das 83. 7. 8, genau, so war das. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. So, dann zieh mal die Bremse. 36, das ist der einfachste Teil. Das müsste es gewesen sein. Das hat wohl nichts gebracht mit dem Bremsen. Schade. Managed. We have to find a way out.
Ja, man sieht, wie ihr den Zug angehalten habt. Hübsch eingeparkt. Ah, jetzt stehen die Zombies auf. Okay, jetzt haben wir auch Zeit für euch. Wow. Geht alle weg. Nein. Nein, nein, nein. Hallo. Billy, wo ziehst du hin? Nein, ich habe keine Munition mehr. Shit. Nicht jetzt. Komm. So, kann ich ihm jetzt was geben? Ja, komm. Du kriegst noch was. So. Liegen hier irgendwo noch die Munition? Da liegt das Messer, das Farbband, Sprengstoff. Super, hier haben wir nur einen Kanister. Wo haben wir... Was liegt da unten? Was ist das denn hier? Was liegt denn dort? Farbband. Nein, das will ich nicht. Was liegt dort? Auch Farbband? Tatsächlich. Nee, das will ich nicht. Liegt hier sonst noch irgendwas? Nee, die Munition hätte ich mir vorher holen müssen. Okay. Dann halt nicht. Dann geht's weiter. Ja, ich muss sparsam sein. Denn ich spiele das ja auf normal und da sind die Gegner doch ein wenig resistenter als auf leicht. Das heißt, die halten auch ein wenig mehr aus. So, Leiter hochklettern? Natürlich. Wo kommen wir denn jetzt raus? Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the mail? I'm unfamiliar with... Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Okay. Das ist also Dr. Marcus, der umgebracht wurde von Umbrella vor 10 Jahren. Okay. Warum sieht er jetzt so anders aus? Was ist mit denen eigentlich genau geschehen? So, da liegt Munition. Die schnappen wir uns. Und er sagte, im Haus ist der T-Virus verteilt worden und im Zug. Also hat er die Igel mit dem T-Virus verseucht. So ist das also.
So, kann ich das noch aufnehmen? Ja, sehr schön. So kombinieren. Ah, mein Gott, ey. Rebecca, du hältst ja auch nichts aus, ne? Wo fange ich denn jetzt am besten an? Ich glaube, ich spiele lieber mit Rebecca, weil sie hält nicht so viel aus wie Billy. Ja, jetzt ist immer so die Frage, welcher erste Schritt nehmen wir? Kommen wir hier durch? Jo. Fangen wir einfach mal hier an. Und arbeiten uns einfach mal durch. So. Hier ist eine Tür. Und durch die kommen wir noch nicht, das weiß ich. Was ist denn mit der? Ach ja, und da kommt ein Ekelzombie. Da war ja was. War nicht hier auch eins? Ja, hier kommt da auch gleich eins. Ich glaube, das war das. So. Die Molotow-Cocktail, die sind sehr wertvoll, weil die sehr effektiv sind gegen die Ekelzombies. Deswegen baue ich mir jetzt welche zusammen. Aber ich kann ja gar keine Objekte mehr tragen. Nein! Ja, komm. Einmal ihm das geben. Nein, so. Und dann eben kurz die Flaschen aufsammeln. Und das Ganze kombinieren. So, und den können wir wieder ablegen. Warum tausche ich immer? Ich drücke mal in die falsche Taste. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einmal das Kraut mitnehmen und direkt verwenden. Und mich schon mal mit den Molotow-Cocktail ausrüsten. Komm her, du Bastard. Komm. Renn. Stirb. Nein. Komm, mach was, Billy. So, das war's. Schlecht, schlecht, schlecht. Ab, nein, 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 nein. Nein, abtauschen. Und heilen. Ja, voll eklig. Komm, weiter. Oh, ich sah wie scheiß Egel auf meinen Schultern. Ach ja, da war ja noch einer. Dann nehme ich mal härtere Geschützer. Boom. Hier ist zwar jetzt nichts. Ja, ja, nachladen. Ich weiß. Weg. Oh, nein. Ja, sein Kopf ist weg. Hau ab. Hau ab. Nein. Wir können ihn noch angreifen. Schieß. Ah, ich habe gar keine Munition mehr. Und ich bin gleich schon tot. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe noch einen Schuss. Nein. Ah, komm schon. Ich verpulver hier gerade einen Schlag und ich bin schon auf Vorsicht. Wisst ihr was? Ich verschwinde, ich verschwinde. Ich will hier nicht sterben. Komm. Und. Oh, das macht auch Schaden, ne? Oh, Billy ist auf Gefahr. Haha, geil, ey. Läuft ja Weltklasse hier. Wehe, du wirst jetzt infiziert. Warum bist du jetzt zusammengebrochen?